Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu dem Vortrag Lifestyle als Risikofaktor für Parodontitis. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und bedanke mich ganz zu Beginn natürlich bei dem Sponsor Johnson & Johnson und bei Ömos Media für die hervorragende Organisation. Ja, lassen Sie mich gleich starten mit einer Einführung. Wir werden dann sprechen über die Risikofaktoren der Parodontitis, hier insbesondere über die Biofilmakkumulation, das Rauchen, Übergewicht und Adipositas, physische Inaktivität, mentaler Stress und werden dann enden mit einer Übersicht über die Pathogenese der Parodontitis und dann schließlich mit einer Zusammenfassung und Schlussfolgerung. Ja, aber lassen Sie mich mal starten mit einer kurzen Einführung. Sie sehen hier einen Patienten im Stadium 4 Parodontitis, das heißt also wirklich sehr fortgeschritten, Grad C, also sehr rasch fortschreitend und mit einem generalisierten Befall. Sie sehen hier starke vertikale Destruktion im prämolaren Bereich, aber auch hier im Bereich 2, 3, insbesondere auch an den zweiten Molaren und ganz stark auch an dem Zahn 3, 2. Und dieser schreckliche röntgenologische Befund wird dann auch nochmal bestätigt im klinischen Bild hier im Attachment-Status. Sie sehen also 14 mm, 12, 13 mm, aber hier auch an dem 2, 3er 15 mm, 10 mm. Millimeter an 2,7, 15 mm an 3,2. Und es stellt sich wirklich die Frage, wie kann es sein, dass solch ein junger Mensch, der Patient war zwischen 30 und 40 Jahren alt, wie kann solch ein Patient eben diese starke parentale Destruktion schon aufweisen? Hier nochmal ein anderer Patient, ebenfalls sehr jung, ebenfalls in den 30ern, ebenfalls Stadium 4, ebenfalls Grad C, ebenfalls generalisierter Befall. Auch hier erst einmal klinisch eigentlich gar nicht so verdächtig. Aber das Röntgenbild offenbart dann doch starke parodontale Destruktion. Sehen Sie mal hier insbesondere auch am molaren Bereich, an den zweiten Molaren hier unten, an dem Zahn 4,6, Fokationsgrad 3 oder auch hier unten der Zahn 4,1 und ganz zu schweigen hier von der linken Seite des Patienten. Und die Sondierungstiefen spiegeln dies eben auch wieder, was wir röntgenologisch eben schon auch entdeckt haben. Tiefe, so ein hohe Sondierungstiefen 15 mm, hier 12 mm, auch hier 9, 8 mm, 13 mm, 13 mm, 15 mm, Fokationsgrad 3. Wie kommen solche parodontalen Destruktion zustande und warum auch schon bei solch jungen Menschen häufig. Ja, und nochmal zum Abschluss ein dritter Fall. Das sieht erstmal klinisch ja ganz unauffällig aus. Ein bisschen Zahnstein sieht man hier und ein bisschen lückig, aber ansonsten doch eigentlich sehr ästhetisch und schön. Aber der Röntgenbefund offenbart wiederum starken Knochenabbau, hier insbesondere am Zahn 1,1, aber auch hier im Bereich der Molaren. Und diese Parodontitis war bei einer Patientin, die ebenfalls noch sehr jung war. Also hier wirklich eine schrecklich frühe parodontale Destruktion, die sich eben ausdrückt in diesen tiefen Taschen und eben in dieser starken parodontalen Destruktion oder in diesem starken Knochenabbau. Was sind nun die Faktoren, die zur Parodontitis beitragen können? Hier mal eine kleine Übersicht, welche Faktoren hier eine Rolle spielen könnten und auch sehr gut bisher untersucht wurden. Das sind vor allem natürlich die Mikroorganismen, die hier logischerweise eine notwendige, wenn vielleicht auch keine hinreichende Bedingung darstellen, aber auch Systemerkrankungen beziehungsweise Zustände, die eine Rolle spielen könnten, wie zum Beispiel Adipositas. Dann aber auch Rauchen, das wird heute den Hauptteil der Präsentation ausmachen, weil dies ein ganz entscheidender Risikofaktor ist. Dann mentaler Stress, insbesondere wenn man mit diesem Stress nicht gut umgehen kann, physische Inaktivität und natürlich auch als ein ganz starker Risikofaktor hier genannt die genetische Disposition. Aber, und das ist ja ein bisschen die Tragik, selbst wenn die genetische Disposition bis zu 50% beitragen kann zur Entstehung und Progression der Parodontitis, dies ist ein Risikofaktor, der nicht veränderbar ist. Und hier in dieser Präsentation soll es heute eben vor allem um die Faktoren gehen, die veränderbar sind, die wir bzw. der Patient eben auch vielleicht
hoffentlich beeinflussen kann. Ja, starten wir mal mit der Biofilm-Akkumulation. Wie wir heute wissen, spielen Bakterien eben eine wesentliche Rolle. Sie können sich an die Pellikel anheften, ganz initial. Es kommt dann zu einer Besiedlung mit mit bestimmten Bakterien, und diese Bakterien aggregieren und vermehren sich und bilden eine Matrix, und dieser Biofilm reift und wird immer größer, und letzten Endes kommt es dann eben auch zu einer Ablösung bestimmter Teile dieses Biofilms. Und so entsteht eben letzten Endes ein Biofilm, der nicht nur in seiner Quantität vermehrt ist oder verstärkt und vergrößert ist, sondern eben auch eine ganz neue Qualität aufweist, eben auch sehr pathogen dann leider werden kann. Und ja, sehr alt ist auch der Streit. Handelt es sich bei der Parodontitis um eine spezifische Infektionserkrankung? Sind es also bestimmte Bakterien, wenn man die hat, die dazu führen, dass man Parodontitis entwickelt? Oder ist es eigentlich eher so, dass alle Bakterien eine Rolle spielen, aber bei der Parodontitis eben bestimmte Bakterien die Oberhand gewonnen haben? Und hier mal eine Plaque-Theorie, die doch lange Zeit unser Denken sehr stark mitbestimmt hat. Das war diese Komplex-Theorie. Hier können wir uns alle noch erinnern, dass die Bakterien des roten Komplexes wie Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia oder Treponema denticola sehr stark für die Parodontitis verantwortlich gemacht wurden, und diese eben den roten Komplex bildeten und häufig gemeinsam natürlich auch vorkamen. Andere Bakterien, wie zum Beispiel auch Prevotella intermedia oder Fusobacterium nucleatum, spielen auch bei der Parodontitis eine Rolle und waren hier dem orangefarbenen Komplex zugeordnet. Und obwohl man weiß, dass bestimmte Bakterien wie Porphyromonas gingivalis und die Bakterien, die ich genannt habe, schon eine wesentliche Rolle spielen bei der Entstehung und Progression der Parodontitis, hat sich unsere Sicht auf das Mikrobiom doch stark verändert. Heute wissen wir, dass nicht nur einige wenige Bakterien zur Parodontitis beitragen, sondern dass möglicherweise doch der fast gesamte Biofilm verantwortlich ist für den Umschlag von eigentlich einer symbiotischen Mikrobiota in eine doch dann mehr dysbiotische Mikrobiota, wo dieses Gleichgewicht zwischen den Bakterien eben sozusagen nicht mehr vorliegt. Und dieser Homöostase-Zusammenbruch, der kann eben zustande kommen durch systemische Erkrankungen, durch Rauchen, durch Stress, durch Altern und so weiter, sodass also Kommensalen, die in dieser symbiotischen Mikrobiota vorherrschen, sich zu Pathobionten entwickeln und nun sich in einer dysbiotischen Mikrobiota befinden. Also, was wir so ein bisschen mitnehmen können, dass eben nicht nur einige wenige Bakterien eine Rolle spielen, auch wenn einige wenige Bakterien sicherlich eine Leitfunktion haben, als Keystone-Pathogene bezeichnet werden, aber dass eben doch auch die gesamte Mikrobiota hier scheinbar dazu beiträgt, dass Parodontitis entsteht. Und das zeigen insbesondere Versuche an sterilen Mäusen zum Beispiel. Also diese Keystone-Pathogen-Plaque-Hypothese ist eigentlich die Hypothese, die heute am besten beschreibt, was bei der Entstehung und Progression der Parodontitis eigentlich auftritt, dass man eine polymikrobielle Synergie hat und eine Dysbiose des Mikrobioms, dass hier bestimmte mikrobielle Pathogene, die Keystone-Pathogene, zwar eine wesentliche Funktion und Rolle spielen, aber letztendlich alle Bakterien oder fast alle Bakterien doch zur Entstehung und Progression der Parodontitis beitragen. Und warum Keystone? Was soll das bedeuten? Naja, Keystone ist eben dieser Stein hier in diesem Rundbogen, der sich an einer ganz wichtigen Stelle befindet. Und wenn dieser Keystone nicht mehr da ist, dann hält eben dieser Rundbogen nicht mehr. Also dies soll unterstreichen eben die ganz besondere Rolle von einigen wenigen Bakterien, obwohl die mehr oder weniger der gesamte Biofilm verantwortlich ist für die Entstehung. Ja, also wie schon angedeutet, Bakterien spielen eben eine wesentliche Rolle und eben wahrscheinlich nicht nur einige wenige, sondern eben doch ganz viele.
Und andererseits sieht es aber auch so aus, als ob Bakterien zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Entstehung und Progression der Parodontitis darstellen. Und ein ganz, ganz wesentlicher, veränderbarer Risikofaktor stellt Rauchen dar. Und hier mal eine kleine Übersicht, wie viele Publikationen seit 1949 auf diesem Gebiet, auf dem Gebiet des Zusammenhangs zwischen Rauchen und Parodontitis ging. Parenteraler Therapie erschienen sind. Und Sie sehen also, dass es wirklich einen kontinuierlichen Anstieg gab. Und wir sind jetzt im Jahre 2020, ja, deswegen ist es noch nicht ganz voll, aber Sie sehen, das geht bergauf. Also das ist wirklich ein Thema, das sozusagen also stetig angewachsen ist und so aktuell wie noch nie ist. Ja, und eine lange Story, doch schon mal kurz gemacht und heruntergebrochen. Wie sieht es nun aus? Gibt es ein erhöhtes Risiko für die Parodontitis bei Rauchern? Ja, das kann man klar beantworten. Das zeigt hier diese sehr schöne Übersichtsarbeit in Parodontology 2000 aus dem Jahre 2015, die eben sozusagen doch ganz klar nachweist, dass Raucher tiefere Zahnfleischtaschen haben, mehr Zahnfleischtaschen haben, der Knochenverlust ist höher, der Zahnverlust ist höher. Und eben auch die Therapieantwort ist bei diesen Rauchern eingeschränkt. So, jetzt, wie kann man das aber eigentlich beweisen? Na gut, beweisen kann man eine Kausalität immer sehr gerne durch oder am besten durch eine Intervention, indem man einen Risikofaktor wegnimmt. Und es geht ja eigentlich beim Rauchen ganz, ganz, ganz gut durch eine Tabakentwöhnung und durch eine Abstinenz vom Rauchen. Und hier konnte tatsächlich gezeigt werden, dass man durch eine Abstinenz vom Rauchen in der Tat das Risiko für die Entstehung und Progression der Parodontitis wieder senken konnte. Hier eine sehr schöne Meta-Analyse, die das eben darlegt. Sie sehen hier mal den Vergleich zwischen ehemaligen Rauchern, also Former Smokers, und Nichtrauchern, also die auch nie geraucht haben. Und Sie sehen, das Risiko für die Inzidenz und Progression der Parodontitis war irgendwann dann etwa gleich. Das heißt also, das Risiko konnte fast wieder auf Nichtraucherniveau gesenkt werden, wenn man sich dem Rauchen losgesagt hatte. Das dauert dann einige Jahre, aber das ist also Beweis dafür, dass Rauchen tatsächlich wichtig ist für die Entstehung und Progression der Parodontitis, also ein wichtiger kausaler Risikofaktor ist und gleichzeitig auch veränderbarer Risikofaktor ist, bei dem es sich lohnt, einzugreifen. Durch Aufklärung der Patienten bzw. durch Unterstützung bei der Tabakentwöhnung. Und hier sehen Sie mal die Meta-Analyse wiederum, die zahlreiche Einzelstudien zusammenfasst bei dem Vergleich zwischen den Rauchern, also die nicht aufgehört haben, und den Nichtrauchern. Und Sie sehen deutlich ein erhöhtes Risiko für Parodontitis, also ein um 82% erhöhtes Risiko hier in dieser Meta-Analyse. Also wir nehmen mit. Rauchen stellt ganz klar einen Risikofaktor dar für die Entstehung und Progression der Parodontitis, aber ehemalige Raucher können nach einer gewissen Zeit dieses Risiko wiederum deutlich senken, sodass es sich lohnt, eigentlich dem Rauchen zu entsagen. So eine andere ganz spannende Frage ist doch eigentlich, und die kennen wir auch von den Lungenkarzinome, inwiefern spielt Passivrauch vielleicht eine Rolle bei der Entstehung der Parodontitis, wenn Ihre Partnerin, Ihr Partner rauchen oder Sie in einem Arbeitsumfeld sich befinden, wo Sie starkem Tabakrauch ausgesetzt sind. Und da gibt es auch eine sehr schöne Meta-Analyse hier aus dem Jahre 2016, die schrecklicherweise sozusagen darlegt, dass auch Passivrauch das Risiko für die Parodontitis steigern kann. Sie sehen hier so klinische parentale Parameter, die eben wie klinische Attachmentverlust oder Sondierungstiefe, die tatsächlich deutlich schlechter oder erhöht waren bei Personen, die einem Passivrauch ausgesetzt waren, im Vergleich zu denjenigen, die dies eben nicht waren. Und auch der Zahnverlust war bei Passivrauchern signifikant höher als bei denjenigen, die nicht dem Passivrauch ausgesetzt waren.
Also auch dies ein im Prinzip Beweis dafür, dass Tabakrauch negativen Einfluss hat auf die parodontale Gesundheit. Ja, jetzt könnten Sie sagen, na gut, viele dieser Studien, Meta-Analysen beschäftigten sich nur mit solchen Ersatzparametern, so Surrogatparametern wie Sondierungstiefe und Attachmentverlust. Das wirklich Entscheidende sind doch letzten Endes die verlorenen Zähne durch Parodontitis, also der Zahnverlust. Und auch hier ist in der Tat ganz klare, starke Evidenz aus Meta-Analysen anführbar, dass der Zahnverlust bei Rauchern im Vergleich mit Nichtrauchern erhöht ist. Sie sehen hier also, dass es mehr Zahnverlust gab bei den Rauchern und das Risiko lag hier zwischen 4- und 8-fach erhöht. Und meine zweite Meta-Analyse, um wirklich das abzusichern, um Ihnen auch nochmal klar zu machen, dass solche Endstadien der Parodontitis, also Zahnverlust, letztendlich bei Rauchern häufiger auftreten. Sie sehen hier wiederum zahlreiche Einzelstudien, die in dieser Meta-Analyse dann zusammengefasst wurden. Und der Vergleich des Zahnverlustes zwischen Rauchern und Nichtrauchern bestand hier bei 2,6-fach erhöhtes Risiko für Raucher, Zahnverlust zu erleiden. Also auch aus diesen Meta-Analysen mit diesem ganz harten Parameter Zahnverlust lassen uns zu der Überzeugung kommen, dass Rauchen wirklich schädlich ist für die parodontale Gesundheit. Na gut, jetzt könnten Sie sagen, okay, jetzt weiß ich zwar, dass Rauchen oder vielleicht sogar Passivrauch beigetragen hat zur Entstehung der Parodontitis und vielleicht dann eben auch zum Zahnverlust. Das ist eben tragisch, aber ich kann es ja nicht mehr ändern. Ich bin der Zahnarzt. Ich bin der therapiert. Mich interessiert eigentlich der Einfluss des Rauchens oder vielleicht auch des Passivrauchens auf mein Therapieergebnis. Und da gibt es leider eben auch die traurige Nachricht hier mitzuteilen, dass Rauchen eben auch Einfluss nimmt auf die parodontale Therapie, wie diese Meta-Analyse hier wiederum darlegt. Ja, Sie wollen ja eine parodontale Therapie in der Regel nicht chirurgisch beginnen. In den meisten Fällen ist dies auch eine wirklich sehr erfolgreiche und ausreichende Therapievariante. Und wie diese Meta-Analyse hier darlegt, sieht man in der Tat, dass sich die Sondierungstiefenreduktion bei Rauchern deutlich geringer zeigt. Also man erreicht mit einer nicht chirurgischen Therapie deutlich weniger als bei Rauchern im Vergleich mit Nichtrauchern. Na gut, und wie Sie wissen, wenn die nicht chirurgische Therapie nicht ausreichend ist, dann wird oftmals noch eine chirurgische Therapie dann nachgeschaltet. Also stellt sich auch hier die Frage, kann Rauchen auch die chirurgische Therapie etwas beeinflussen? Und auch hier sieht man in der Tat, dass der klinische Attachment-Verlust oder die Verbesserung eigentlich des klinischen Attachments nach der chirurgischen Therapie geringer war bei Rauchern als bei Nichtrauchern. Also auch hier wiederum ein weiterer Beweis, dass das Rauchen das Therapieergebnis und hier in diesem Falle das chirurgische Therapieergebnis negativ beeinflusst. Ja, und jetzt machen Sie vielleicht noch etwas mehr, weil die Defektmorphologie vielleicht ganz passend ist. Sie rege versuchen, den parodontalen Defekt zu regenerieren. Und da gibt es auch eine sehr schöne Meta-Analyse, die sich diesem Thema widmet, ob eben Rauchen Einfluss hat auf das Therapieergebnis nach regenerativer Therapie. Und hier sehen Sie mal drei Einzelstudien, die zusammengefasst wurden. Und Sie sehen, dass in der Tat also das Knochenniveau schlechter war nach regenerativer Therapie bei Rauchern im Vergleich mit Nichtrauchern. Also sowohl auf die nicht chirurgische Therapie als auch auf die chirurgische Therapie als auch auf die regenerative Therapie hatte Rauchen einen negativen Effekt. So, und für die, die auch parodontalplastische Chirurgie häufig durchführen, wäre auch nochmal interessant zu schauen, ob Rauchen unter Umständen auch Einfluss darauf hat,
ob die Rezession gut gedeckt werden konnte. Und da gibt es auch hier eine sehr, sehr schöne Meta-Analyse, die gezeigt hat, dass die Rezessionsreduktion, also die Verbesserung der Rezession bei Rauchern schlechter war als bei Nichtrauchern. Also Nichtraucher hatten eine bessere Rezessionsdeckung in Millimeter ausgedrückt als Raucher. Und wie sieht es nun aus, wenn ich mal die Stellenziele, die eine vollständige Rezessionsdeckung hatten, im Vergleich zwischen Rauchern und Nichtrauchern? Und auch hier zeigt sich, dass sozusagen Nichtraucher viel häufiger eine vollständige Deckung der Rezession nach der Therapie aufwiesen als die Raucher. Also der Anteil war ungefähr 1 zu 4. Also nur ein Viertel so viele Stellen waren vollständig gedeckt bei den Rauchern im Vergleich mit den Nichtrauchern. Also auch hier aus Meta-Analysen basieren auf ganz vielen, auf vielen Einzelstudien zumindest, die beweisen, dass Rauchen nicht nur die Entstehung und die Progression der Parodontitis fördert, sondern auch einen negativen Einfluss hat auf die parodontale Therapie. Ja, jetzt könnten Sie sagen, wenn Sie Raucher wären, das ist ja vielleicht ein Problem beim Zigarettenrauch. Wie sieht es aus, wenn ich Wasserpfeife rauche? Vielleicht gibt es dieses Risiko dort gar nicht. Da muss ich Sie oder da muss ich leider die Patienten eben auch enttäuschen. Auch Wasserpfeifenraucher haben ein erhöhtes Risiko für die Entstehung und Progression der Parodontitis. Und tragischerweise gibt es hier eigentlich gar keinen Unterschied, wie hier auch diese sehr schöne Übersichtsarbeit zeigt. Sie sehen mal hier die drei Gruppen, die untersucht werden. Das waren die Wasserpfeifenraucher, Waterpipe Smokers, die Zigarettenraucher, Cigarette Smokers und die Kontrollgruppe, also die Nichtraucher. Sie sehen alle so ungefähr gleich alt. Im Prinzip die Dauer des Rauchens über die Jahre war auch gleich bei den Wasserpfeifenrauchern und bei den Zigarettenrauchern. Klar, die Zigarettenraucher rauchen häufiger am Tag, dafür rauchen aber die Wasserpfeifenraucher auch 3 bis 4 Mal so lange. Das gleicht sich also so ungefähr aus. Und dann schauen wir uns mal die klinischen parodontalen Parameter mal an. Hier für die Sondierungstiefen, also in Prozent, also wie viele Stellen hatten jetzt Sondierungstiefe 4 mm oder höher? Und Sie sehen also etwa ein Drittel aller Stellen bei den Zigarettenrauchern, bei den Wasserpfeifenrauchern, natürlich viel, viel signifikant höher als bei der Kontrollgruppe. Und Sie sehen, aber das ist das Entscheidende, was ich hier eigentlich Ihnen mitgeben will. Es gibt keinen Unterschied zwischen Zigarettenrauchern und Wasserpfeifenrauchern. Und das Gleiche, der Attachment-Level viel höher bei den Zigarettenrauchern und bei den Wasserpfeifenrauchern als eine Kontrollgruppe, aber wiederum annähernd gleich. Auch das Knochenlevel war relativ gleich und deutlich höher als in der Kontrollgruppe und auch die Anzahl der Missing Teeth, also der verlorenen Zähne, sehr hoch und viel höher als in der Kontrollgruppe und wiederum relativ gleich zwischen Zigarettenrauchern und Wasserpfeifenrauchern. Also auch hier die starke Abempfehlung, das Zigarettenrauchen durch Wasserpfeifenrauchen zu ersetzen. So, und dann gehen wir nochmal zu einer weiteren Studie, die auch noch die E-Zigaretten jetzt mit eingeschlossen hatte. Und hier sehen Sie die vier Gruppen: Zigarettenraucher, Wasserpfeifenraucher, dann E-Zigarettenraucher und die Nichtraucher. Und Sie sehen das, was wir gerade schon gesagt haben, ja, dass es hier im Prinzip eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen Zigarettenrauchern und Wasserpfeifenrauchern. Diese graue Säule, dunkelgraue, zeigt immer die Sondierungstiefe. Diese hellgraue zeigt den Attachmentverlust, dann diese weiße zeigt den mesialen und diese gepunktete Säule den distalen marginalen Knochenverlust. Und Sie sehen eben, dass es hier keinen Unterschied gibt, hier mal in Millimeter ausgedrückt, zwischen Zigarettenrauchern und Wasserpfeifenrauchern. Interessant hier nochmal das Pattern, das Muster für die E-Zigarettenraucher. Sie sehen schon, es ist wirklich tatsächlich in der Tat etwas besser bei den E-Zigarettenrauchern. Allerdings muss man sagen, auch wiederum schlechter als bei den Nichtrauchern.
So, was können wir also nochmal mitnehmen? Es gibt ein erhöhtes Risiko für die Parodontitis-Entstehung, Progression, aber auch für die Therapieantwort bei Rauchern im Vergleich mit Nichtrauchern. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ob Rauchen natürlich auch bei anderen entzündlichen Erkrankungen eine, sage ich mal, negative Rolle spielt. Und das ist hier mal in dieser Tabelle sehr schön aufgelistet. Das sind immer die Risiken, das, die Odds-Ratio, das erhöhte Risiko. Und Sie sehen hier in der Tat, dass Rauchen beiträgt zur multiplen Skleroseentstehung, zu rheumatoider Arthritis, zum systemischen Lupus erythematosus, aber auch zur Colitis ulcerosa, zu Morbus Crohn und Myokardinfarkt. Und ich denke, diese Tabelle könnte noch sehr, sehr beliebig lange weitergeführt werden. Aber das zeigt nochmal einen anderen wichtigen Aspekt, wenn wir über den Zusammenhang zwischen parodontalen und systemischen Erkrankungen sprechen. Sie wissen, dass Parodontitis assoziiert ist mit Diabetes Typ 1 und 2, mit Herzinfarkt und Schlaganfall, peripherer Arterieller Verschlusskrankheit, erektiler Dysfunktion, rheumatoide Arthritis, Frühgeburtlichkeit, Untergewichtigkeit von Neugeborenen, aber auch Lungenerkrankung, Nierenerkrankung, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, aber auch neurodegenerativen Erkrankungen. Und wie wir heute wissen, gibt es hier sicherlich ganz klar auch direkte negative Einflüsse, also wirklich eine direkte Kausalität, auch bidirektional in beide Richtungen. Aber es gibt ganz sicherlich auch gemeinsame Risikofaktoren für parodontale und systemische Erkrankungen. Und dazu zählen natürlich sicherlich auch genetische Dispositionen, aber wie man oder wie die Tabelle zuvor gezeigt hat, eben auch Rauchen. So, jetzt stellt sich aber die Frage, wo liegt das Problem eigentlich beim Rauchen? Sind das die Substanzen? Ist das das Nikotin allein? Und hier mal eine sehr schöne Aufschlüsselung von Faktoren, die eben Einfluss haben auf unser Parodont. Das sind natürlich einerseits eben die karzinogenen Faktoren, wie zum Beispiel polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, L-Nitrosamine, Nickel, Cadmium, Chrom, Arsen und so weiter. Es sind aber vor allem natürlich auch immunmodulierende Toxine wie Nikotin, wie Kohlenmonoxid, Acrolein und so weiter. Und es sind natürlich im Rauch auch diese suchtverstärkenden oder erzeugenden Toxine, die ja eine Rolle spielen, wie Nikotin, Acetaldehyd, Ammoniak und so weiter. Ja, dann könnten Sie sagen, okay, ich habe auch verstanden, dass Wasserpfeifenrauchen auch nicht so richtig gesund ist, dass die Wasserpfeifenraucher ein ebenso großes Risiko für Parodontitis haben wie Zigarettenraucher. Sind denn da auch solche negativen toxischen Substanzen drin im Wasserpfeifenrauch? Und in der Tat, wie hier aufgelistet, gibt es auch hier natürlich Teer, Nikotin, Kohlenmonoxid, Stickstoffmonoxid, Formaldehyd, Acetaldehyd, Acetone, ja, Propionaldehyd, aber auch Benzol, Toluol oder Isoprin. Auch Wasserpfeifenrauch enthält jede Menge giftige und schädliche Substanzen für unser Parodont. So, und jetzt der Vollständigkeit halber auch noch mal ein paar Worte über die E-Zigarette, weil die schnitt ja ein bisschen besser ab in der einen Studie, wie Sie gesehen haben, im Vergleich mit den Zigarettenrauchern und mit den Wasserpfeifenrauchern. Aber auch hier gibt es zytotoxische, genotoxische und karzinogene Bestandteile. Also so richtig gesund ist E-Zigarettendampf eben auch nicht. Und manchmal, wie einige Case Reports, Fallberichte dargestellt haben, kann es sogar zu einer E-Zigaretten-Explosion im Mundbereich kommen. So, was machen jetzt aber eigentlich diese, wir hatten ja schon angedeutet, immunmodulierende Substanzen spielen eine Rolle bei der Entstehung könnten hier eine Rolle spielen bei der Entstehung auch der Parodontitis. Und wir sehen hier mal so grob dargestellt, wo vielleicht das Problem irgendwo auch liegt, des Tabakrauchs. Es kommt zu einer Unterdrückung der unserer angewor also unserer erworbenen, also
unserer angeborenen Immunabwehr, aber eben auch unserer erworbenen Immunabwehr. Und letzten Endes bedeutet es dann schließlich, dass die Bakterien nicht ganz so gut kontrolliert und auch bekämpft werden können. Und also das ist das eine Problem, dass diese Substanzen, die Immunabwehr, sei es also erworben oder angeboren, beeinträchtigen. Andererseits aber können solche immunmodulierenden Substanzmoleküle auch direkt zum Beispiel die Gingivalepithelzellen oder Fibroblasten und so weiter stimulieren zur Abgabe von ja, Entzündungsmediatoren zum Beispiel, TNF-Alpha, Interleukin-8 oder MCP-1 und so weiter. Ja. Dies führt eben dazu, dass wir eine starke Entzündung haben. Von dieser starken Entzündung profitiert zum Beispiel Porphyromonas gingivalis, weil dadurch zahlreiche Peptide generiert werden, die wiederum als Nahrung und Energiequelle für Porphyromonas gingivalis dienen. Gleichzeitig wird aber eben auch die Immunabwehr sozusagen beeinträchtigt. Und es kann dadurch dann zu einer starken Destruktion kommen. Sie kennen alle hier dieses Schema, auf das ich später nochmal eingehen werde, aber dieses Pathogenese-Schema soll ja zum Ausdruck bringen, dass wir mikrobielle, also Mikroorganismen haben im subgingivalen Biofilm. Diese Mikroorganismen werden bekämpft, logischerweise von unserer Wirtsabwehr. Und wie in jeder Schlacht gibt es auch ein paar sozusagen Verluste auf der eigenen Seite. Das ist hier so ein bisschen dargestellt. Also wenn diese Abwehrschlacht zu stark stattfindet oder auch zu lange, dann kann es eben auch zu einer Hart- und Weichgewebedestruktion kommen, die sich dann letzten Endes ausdrückt als oder tiefe Taschenhosendierungstiefen, Attachmentverlust und auch Knochen- und Zahnverlust schließlich. Und hier ist mal aufgelistet, was sozusagen Rauchen alles hier bei diesem Abwehrkampf Negatives machen kann. Sie sehen, dass zum Beispiel die neutrophilen Granulozyten hier ganz wichtig sind, weil sie die Mikroorganismen sozusagen ja bekämpfen, phagozytieren, dass hier die Chemotaxis, also der Vorgang, der dazu führt, dass die PMNs, die neutrophilen Granulozyten, überhaupt die Bakterien finden, beeinträchtigt ist. Dass man nicht nur die Chemotaxis beeinträchtigt ist, sondern auch die Fähigkeit, die Bakterien zu vertilgen, also die Phagozytose. Es werden weniger Antikörper produziert bei Rauchern im Vergleich mit den Nichtrauchern. Die reaktiven Sauerstoffspezies sind verändert bei Rauchern im Vergleich mit den Nichtrauchern. Es werden mehr Zytokine, Prostaglandine, also Entzündungsmediatoren produziert, sodass die Gewebedestruktion gefördert wird. Mehr Kollagenase, also damit mehr Kollagen ab. Mehr Serinprotease, also zum Beispiel Elastase, und eben auch mehr Knochenresorption, weil zum Beispiel das Verhältnis zwischen Rankel und OPG erhöht wird. Also hier eine sehr schöne Zusammenschau, über welche Mechanismen Rauchen eingreift in die Pathogenese der Parodontitis. Eine sehr spannende und interessante Frage ist, ob also Rauchen aber nur Einfluss hat auf die Wirtsabwehr oder ob Rauchen möglicherweise auch einen direkten Einfluss hat auf die Bakterien. Und auch dies scheint der Fall zu sein, wie man hier in dieser sehr schönen Tabelle sehen kann. Hier geht es um den Einfluss des Rauchens auf bestimmte Virulenzfaktoren von solchen Key-Pathogenen. Die hatten wir vorhin genannt, Porphyromonas gingivalis zum Beispiel, Fusobacterium nucleatum, hier noch eine andere genannt, für die Faktor Locis, einer, der noch gar nicht allzu lang bekannt ist. Und solche Virulenzfaktoren meint im Prinzip, das sind die Waffen der Bakterien. Also mit diesen Waffen können sie sozusagen eben Krankheit oder in diesem Falle Parodontitis induzieren. Und zu diesen Waffen zählen zum Beispiel also Fimbrien. Fimbrien sind wichtig, weil mit diesen Fimbrien kann sich Porphyromonas gingivalis eben gut anheften und damit eben zur Biofilm Vermehrung und so weiter beitragen. Und Sie sehen, dass tatsächlich ein Zigaretten-Tabakextrakt Einfluss hat auf die Ausprägung solcher Fimbrien. Oder ein ganz anderer wichtiger Virulenzfaktor von Porphyromonas gingivalis, das stellen hier die Gingipaine dar. Das sind Enzyme, die von Porphyromonas gingivalis produziert werden und die ganz viele schlimme Sachen machen. Also die können selbst die Gerinnungskaskade antriggern. Sie können aber auch Proteine spalten.
spalten, sodass eben zahlreiche Peptide entstehen oder sie können damit wichtige Entzündungsmediatoren, die für den Abwehrkampf gebraucht werden, einfach degradieren. Und wir sehen, dass tatsächlich solch ein Zigarettenrauchextrakt hier Einfluss nimmt auf diese Gingipaine. Also wir können mitnehmen, dass Rauch eben nicht nur die Wirtsabwehr scheinbar beeinflusst, sondern eben auch die Mikroorganismen und hier zum Beispiel schon auf der Ebene der Virulenzfaktoren. Gut, wenn diese Virulenzfaktoren, diese Waffen beeinträchtigt werden, dann hat dies natürlich auch einen Einfluss auf die Interaktion zwischen den Bakterien und der Wirtsabwehr. Und man sieht, wie diese vielen, vielen, vielen Studien hier nachgewiesen haben, dass tatsächlich der Rauch dann eben dazu führt, dass sich die Bakterien besser anheften können und auch besser ins Gewebe, in die Epithelzellen zum Beispiel eindringen können, dass aber auch die Produktion von Entzündungsmediatoren vermehrt ist von Epithelzellen, von gingivalen Epithelzellen, von gingivalen Fibroblasten und so weiter. Und hier werden ganz viele von diesen Entzündungsmediatoren aufgeführt, wie zum Beispiel hier COX-2 oder also Cyclooxygenase 2 oder Prostaglandin E2 oder Rantis oder das ist so Chemokine und so weiter und so weiter. Ja, und letzten Endes, wie man eben auch sieht, wird eben durch die Produktion zum Beispiel von Kollagen und so weiter oder von Gelatinase und so weiter, auch die Matrix im Parodont stärker abgebaut. Es kommt eben stärker zum Knochenabbau, eben auch durch Einfluss auf Rankel, auf diesen Osteoklasten aktivierenden Faktor. Also zusammenfassend lässt sich sagen, Rauchen hat einen negativen Einfluss auf die erworbene und die angeborene Immunabwehr. Es hat letzten Endes, was dazu führt, dass die Bakterien, die da sind, weniger gut beseitigt bzw. eliminiert bzw. kontrolliert werden können. Aber Rauchen hat auch direkten Einfluss auf die Mikroorganismen. Man hat also, Rauchen fördert die Biofilmentstehung und Reifung und auch die Virulenz des Biofilms, sodass man dann letzten Endes ja diese wirklich starke Dysbiose in der Mikrobiota hat, die dann wiederum assoziiert ist mit der starken parodontalen Destruktion. Ja, was bedeutet das für uns in der Klinik? Wir müssen bei der Anamnese natürlich den Patienten fragen, ob der Patient, ob die Patientin raucht oder nicht raucht und wenn sie nicht mehr raucht, ob sie vorher geraucht hat, wie viel sie raucht, was sie raucht und so weiter. Wir sollten über den Zusammenhang zwischen Rauchen und Parodontitis deutlich hinweisen, dass Rauchen eben nicht nur zur Parodontitis beigetragen hat oder beitragen kann, sondern eben auch Einfluss hat auf die Therapieantwort nach chirurgischer bzw. chirurgisch regenerativer Therapie. Wir sollten ausloten, ob der Patient bereit wäre für eine Verhaltensveränderung, für eine Tabakentwöhnung. Wenn ja, sollten wir den Patienten, die Patientin dabei unterstützen und auch später weiter mit begleiten und nachverfolgen und auch belohnen, zumindest verbal. Und wir sollten, wenn der Patient es nicht wünscht, doch immer wieder dieses Thema auf die Tagesordnung bringen bei der unterstützenden Parodontitis-Therapie und immer wieder unsere Hilfe anbieten und immer wieder auf den schädlichen Einfluss aufmerksam machen. So, der Hauptteil dieser Präsentation widmete sich also dem wirklich sehr gut untersuchten, wichtigen Faktor Rauchen. Aber ich möchte noch auf ein paar andere Lifestyle-Faktoren eingehen. Und dazu zählt ganz klar natürlich auch die Ernährung, die leider heute nicht ganz optimal in der westlichen Welt, aber auch weltweit ist und dadurch eben häufig zu Übergewicht und Adipositas führt. Was ist Adipositas? Ist ein starkes Übergewicht durch eine Vermehrung des Körperfetts mit krankhaften Auswirkungen. Man nimmt häufig als Maß für die Bestimmung der Adipositas den BMI, den Body Mass Index, ja, und er ergibt sich letzten Endes als Quotient sozusagen aus Körpergewicht beziehungsweise dem Quadrat der Körpergröße in Meter. Und wir alle wollen gerne liegen hier in diesem Bereich, also wollen alle ein BMI zwischen 18,5 und 25 sehr gerne haben, aber häufig liegen wir eher schon in dem Bereich zwischen 25 und 30, das ist also übergewichtig und ab 30 hat man dann eine Adipositas. Unter 18,5 liegt ein Untergewicht vor.
Nun ist der BMI leider nicht das ganz optimale Maß für die Adipositas. Das liegt ein wenig daran, dass sozusagen ich ja auch starke, kräftige Muskeln haben kann. Und wenn ich jetzt nicht größer bin, dann würde sich mein BMI allein durch die Muskelmasse auch verschlechtern. Besser wäre hier geeignet der Taillenumfang oder das Taillenhüftverhältnis. Aber weil der BMI doch relativ leicht bestimmbar ist, taucht doch der BMI sehr häufig in den Studien als Maß für die Adipositas auf. Ist das überhaupt ein Thema, die Adipositas in Deutschland? Wo stehen wir da eigentlich? Naja, gut, man sieht hier, dass etwa 60% der Bevölkerung in Deutschland übergewichtig oder adipös sind. Das ist also wirklich sehr beachtlich und erstaunlich. Und das bedeutet, dass eigentlich fast nur 40, also 40% normalgewichtig oder untergewichtig sind. Also tatsächlich die Normalgewichtigen die Minderheit darstellen. Und wie viele sind jetzt wirklich auch adipös? Und da liegen wir hier so bei 23% etwa. Also man kann sagen, jeder vierte, fünfte in Deutschland ist wirklich auch adipös. Nimmt die Adipositas zu oder nicht zu? Ja, und da sieht man, dass in der Tat die Adipositas auch in den verschiedenen Altersgruppen zunimmt, insbesondere bei Männern. Wir wissen aus vielen Studien, dass Adipositas einen Risikofaktor darstellt für Typ-2-Diabetes, auch kardiovaskuläre Erkrankungen fördert, aber auch Gallenblasenerkrankungen, Karzinome und so weiter. Und die Frage, die sich stellt, ob eben Adipositas auch zur Parodontitis beitragen kann. Ja, und da will ich gar nicht in Einzelstudien reingehen, weil es hier schon so viele Einzelstudien gibt, dass eben auch eine Vielzahl von Meta-Analysen vorliegt. Und diese Meta-Analysen beweisen alle, dass es eine starke oder eine gute Assoziation zumindest gibt zwischen Adipositas und Parodontitis. Na gut, und wenn diese Assoziation besteht, dann wäre die Frage, wie sieht es denn aus mit dem Zahnverlust, also ein ganz harter Parameter für Parodontitis. Und auch da gibt es Meta-Analysen, die gezeigt haben, dass der Zahnverlust deutlich höher ist bei Adipositas im Vergleich mit Normalgewichtigen. Und jetzt könnte man natürlich mutmaßen, dass dies ein zufälliger Zusammenhang ist, eine Assoziation, aber damit noch lange nicht die Kausalität bewiesen ist, ist nicht ganz so einfach, weil man dafür ja im Grunde genommen die Adipositas beseitigen müsste. Dies würde geschehen durch physische Aktivität bzw. durch Ernährung, die aber selbst wiederum einen direkten Einfluss auf das Parodont haben, sodass der Beweis nicht ganz einfach ist. Man hat hier allerdings auch ein paar Longitudinalstudien, die eben auch wirklich zeigen, dass wenn man zu Beginn parental gesund war, aber adipös, dass man dann ein erhöhtes Risiko für die Entstehung und Progression dann später auch der Parodontitis hat. Also ich glaube fest an diese Kausalität eben auch und ich glaube, dass es einen Zusammenhang gibt in beide Richtungen. Also dass es eine bidirektionale Kausalität ist, dass die Parodontitis sowohl zur auch die Parodontitis eben zur Adipositas beitragen kann, eben wie auch die Adipositas zur Parodontitis. Und da es hier um die Lifestyle-Faktoren aufs Parodont geht, möchte ich nur in diese Richtung gehen. Sie sehen hier, dass Adipositas tatsächlich über viele Faktoren, hauptsächlich hier zum Beispiel über Entzündungsmoleküle aus dem Fettgewebe, durch Beeinflussung von bestimmten Appetithormonen wie Ghrelin oder Leptin, aber auch durch verschiedene andere Entzündungsmediatoren und reaktive Sauerstoffspezies eben dazu führt, dass es zu einer Entzündung kommt und diese systemische Entzündung steigert dann nochmal die lokale Entzündung bei uns, also die Parodontitis. Aber Adipositas kann mittels dieser Entzündung auch zu Diabetes führen und der Diabetes selbst kann wieder zum Beispiel über glykierte Proteine zur Parodontitis beitragen. Wir wissen heute, dass Adipositas auch dazu führt, dass die Durchblutung der Gingiva eingeschränkt ist, dass vielleicht auch bestimmte Bakterienspezies häufiger vorkommen, die mit Parodontitis assoziiert sind in der Mundhöhle, dass Adipositas auch die intestinale Mikrobiota beeinflusst, sodass mehr Toxine im Darm in die Zirkulation gelangen und dadurch mehr systemische Entzündung vorliegt, die die lokale Entzündung im Parodont wiederum verstärkt. Wir wissen, dass adipöse Patienten weniger Speichel produzieren und dass adipöse Patienten häufig vielleicht auch mehr psychologischen Stress haben, der dann die Immunabwehr beeinträchtigen könnte und damit zur Parodontitis beiträgt.
Ja, also abschließend lässt sich sagen, Übergewicht und Adipositas sind Risikofaktoren für die Parodontitis und sollten ebenfalls bei unseren Parodontitis-Patienten thematisiert werden. Ja, ganz stark schon angedeutet mit Übergewicht Adipositas ist die physische Inaktivität zu nennen oder die physische Aktivität. Und hier gibt es auch eine sehr schöne Arbeit, die gezeigt hat, dass tatsächlich eine geringere Prävalenz der Parodontitis vorliegt bei physisch aktiven Individuen. Also, dass es sich lohnt, physisch aktiv zu sein, dass also physische Aktivität schützt. Und dies wurde auch mal, das war eine brasilianische Studie, hier noch eine zweite Studie aus Südkorea, die dies bestätigt. Also, dass man in der Tat ein erhöhtes Risiko für Parodontitis hatte, wenn man eben physisch inaktiv war. Ja, und hier nochmal eine ganz aktuelle Studie aus dem letzten Jahr, die wiederum zeigt, dass selbst regelmäßige, also dass physische Aktivität mit parodontaler Gesundheit assoziiert ist und dass selbst regelmäßiges Gehen schon einen parodontalprotektiven Effekt hat. Ja, und nochmal darauf hingewiesen, wie kann ich jetzt beweisen, dass auch wirklich eine Kausalität besteht? Also nicht ganz hundertprozentig, aber naheliegend ist dies, wenn dieser Zusammenhang auch in Longitudinalstudien gezeigt werden kann. Und das ist hier der Fall. Hier hat man sich mal angeschaut, wie die physische Aktivität im Verlauf auf die Entstehung und Progression der Parodontitis Einfluss nimmt. Und das war in der Tat der Fall. Also, dass auch hier sozusagen davon ausgegangen werden kann, dass es sich wirklich um einen kausalen Zusammenhang handelt. Und klare Evidenz kommt auf jeden Fall sowieso schon mal aus den Tierstudien. Die konnten klar zeigen, dass man durch physische Aktivität, in diesem Falle waren es eben die Mäuse, tatsächlich also der Anteil des glutierten Hämoglobins, also der HbA1c-Wert gesenkt werden konnte, aber auch Cholesterol, TNF-Alpha, Serumspiegel sich verbesserten durch physische Aktivität. Und damit auch der Alveolarknochenabbau verbessert war, also vermindert war. So, und schließlich noch ein Wort zum mentalen Stress. Der fiel ja schon im Zusammenhang mit Adipositas. Wir wissen heute, dass Stress an sich erstmal gar kein Problem ist. Die Frage ist, wie wir mit Stress umgehen, ob wir Stress als Herausforderung, als eine Challenge annehmen oder ob wir Stress als Bedrückung, als Überforderung empfinden. Und dann weiß man heute, dass eben Stress tatsächlich negativen Einfluss nimmt auf das Immunsystem, auf bestimmte Hormone und damit letzten Endes zu einer ja, schlechteren sozusagen Abwehrlage gegenüber den Bakterien beitragen kann. Also, was können wir mitnehmen? Wir für uns selbst sicherlich, dass wir Stress immer als positiv wahrnehmen sollten und bei den Patienten, dass Stress ein ganz wesentlicher veränderbarer Risikofaktor ist, der sich wirklich also immer wieder abgefragt werden muss. Ja, Stress kann kommen, sowohl durch aus finanziellen Gründen, Partnerschaften, beziehungsweise beruflich und so weiter. Und dies müssen wir bei unseren Patienten ebenfalls mit im Fokus haben. Ja, lassen wir schließen noch mit ein paar Worten zur Pathogenese der Parodontitis. Sie sehen hier das Schema, das vorhin schon mal angedeutet war, als ich über den Einfluss des Rauchens auf die Pathogenese der Parodontitis gesprochen hatte. Sie sehen, dass hier die Bakterien in diesem sehr schönen Schema von Page und Kornmann, Sie sehen, dass hier die Mikroorganismen logischerweise eine immunentzündliche Wirtsantwort induzieren. Die ist wichtig, die dient dazu, die Bakterien zu kontrollieren und auch so gut wie möglich zu eliminieren. Wenn die Schlacht aber zu stark und zu lange ausgetragen wird, dann gibt es hier Side-Effects, dann gibt es Kollateralschäden. Das bedeutet, dass eben Weich- und Hartgewebmetabolismus negativ beeinflusst werden, also mehr Weichgewebeabbau, mehr Knochenabbau, Nettoverlust von Knochen und Weichgewebe. Und dann kommt es eben zu solchen klinischen Symptomen wie tiefe Zahnverstauchung, Attachmentverlust bis hin nachher zu Zahnausfall. Und all diese Faktoren werden eben beeinflusst durch also sowohl die immunentzündliche Wirtsantwort als auch der Weich- und Hartgewebeabbau werden beeinflusst durch die Faktoren, die wir heute genannt haben. Also Rauchen, Stress und so weiter. Ja, und gucken wir uns nochmal einen Blick auf die Entzündungsantwort. Was passiert hier eigentlich? Die Mikroorganismen befinden sich ja hier im Biofilm. Die müssen eben eliminiert werden bzw. kontrolliert werden. Das machen
zuallererst vor allem die neutrophilen Granulozyten, die den ersten Abwehrwall bilden, dann die Makrophagen subepithelial und eben auch die Lymphozyten und Plasmazellen. Später dann bei der chronischen Läsion. Und diese, dabei werden ganz viele Entzündungsmoleküle eben freigesetzt, die lassen sich eben auch messen in der Sulkusflüssigkeit, aber eben auch sogar im Serum, wie zum Beispiel Interleukin-1-Beta und TNF-Alpha. Sie haben einige überlappende Effekte, wie hier dargestellt, aber zum Teil auch sehr spezifische. Aber hier mal ein paar überlappende Effekte. Sie können also Einfluss nehmen auf die subepithelialen Gefäße in der Gingiva und hier dazu führen, dass mehr Adhäsionsmoleküle ausgeprägt werden, das sind so wie Haltestellen in diesen Kapillarschlingen. Dadurch können die Leukozyten innerhalb dieser Kapillarschlingen besser andocken und dann diese Kapillarschlingen verlassen und in Richtung Sulkus wandern. Das führt also zu einer verstärkten Rekrutierung von Leukozyten in die Gingiva. Sie können Fibroblasten zum Beispiel, aber auch andere Strukturzellen stimulieren zur Abgabe von Proteasen. Dazu zählen vor allem die Matrix-Metalloproteinasen und hier vor allem wiederum die Kollagenase zum Beispiel. Und sie können außerdem auch Einfluss nehmen auf die Knochenresorption, indem sie Osteoblasten und Osteoklasten stimulieren, was dann letztendlich gipfelt in die Fusion und von mononukleären Zellen zu Osteoklasten, die dann aktiv werden und Knochenresorption hervorrufen. Wir wissen, bei der Gingivitis entstehen dann bestimmte Läsionen, am Anfang eine initiale, die dann übergeht in eine frühe und dann bei der chronischen Gingivitis eine etablierte Läsion ist und eben, wenn solche Risikofaktoren und insbesondere veränderbaren Risikofaktoren nicht wegfallen, dann in eine fortgeschrittene Läsion übergehen kann, sprich in eine Parodontitis. Ja, und klinisch zeigt sich das dann hier, hohe Sondierungstiefen. Wir sehen starke Entzündung, nicht nur der Gingiva wie hier, sondern eben auch letzten Endes Knochenverlust, hohe Sondierungstiefen, Attachmentverlust. Im Röntgenbild sehen wir einen starken Verlust. Das sind dann all die Folgen von solchen Risikofaktoren. Und deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, nicht nur, dass wir eine gute Diagnostik, ein gutes Screening durchführen und dann eine ausführliche parodontale Diagnostik durchführen, wenn solche Parodontitis-Patienten identifiziert worden sind, sondern eben auch eine gute Anamnese durchführen und Risikofaktoren ebenfalls identifizieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Biofilmakkumulation, Rauchen, Übergewicht, physische Inaktivität und mentaler Stress als veränderbare Risikofaktoren für die Parodontitis angesehen werden müssen, dass deswegen ein häusliches, mechanisches und chemisches Biofilmmanagement essentiell ist. Wir sollten sozusagen über den Zusammenhang zwischen Rauchen und Parodontitis aufklären und auch Maßnahmen unterstützen, die zur Tabakentwöhnung führen können. Wir sollten die Patienten motivieren zu physischer Aktivität und gesunder Ernährung und auch Maßnahmen zur Stressbewältigung im Auge haben und den Patienten nahelegen. Wenn wir über das häusliche mechanische Biofilmmanagement bzw. über das häusliche chemische Biofilmmanagement sprechen, sage ich hier nochmal an die S3-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie erinnert, denn wie schon gesagt, Bakterien stellen eine notwendige Bedingung für die Gingivitis und Parodontitis dar und deswegen ist es sehr einfach und sehr nutzbringend, gerade hier schon mit einem guten häuslichen, mechanischen und chemischen Biofilmmanagement einzugreifen. Und noch ein paar Worte zu dem chemischen Biofilmmanagement. Hier konnte gezeigt werden, eben, dass antimikrobielle Mundspüllösungen eine sehr gute Ergänzung für die mechanische Mundhygienemaßnahmen darstellen können, insbesondere bei mechanisch schwer zugänglichen Bereichen, bei körperlicher oder geistiger Einschränkung, bei besonderem Unterstützungsbedarf und eingeschränkter Alltagskompetenz oder bei besonderer Medikation. Ja, und da gibt es noch eine sehr schöne Tabelle auch hier an diesen Leitlinien, die nochmal verschiedene Substanzen von solchen Mundspüllösungen besonders beurteilt. Hier sind zu nennen auch die ätherischen Öle und Chlorhexidin und Sie sehen, dass die Evidenz, dass solche Substanzen einen hohen Einfluss haben auf die Gingivitis-Reduktion bzw. auf die Plaque-Reduktion, dass die Evidenz hier für ätherische Öle und Chlorhexidin wirklich am
am besten ist. Und dass eben ätherische Öle, Chlorhexidin oder CPC, tatsächlich wirklich sehr wirkungsvoll sind bei der Kontrolle und bei der Unterstützung der Kontrolle der supragingivalen Plaque auch wurde gezeigt in den neuen EFP, also der Leitlinien der European Federation of Paleontology, Leitlinien für die Stadien 1 bis 3 der Parodontitis. Und diese Leitlinien werden Sie demnächst auch von der oder in Kürze auch selbst lesen können in Deutsch, nämlich herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen hier ein paar neue Aspekte zu dem Thema Ätiologie und Pathogenese der Parodontitis mitgeben können. Ich hoffe, ich konnte klar machen, dass es sich lohnt, insbesondere bei der mechanischen Plaqueentstehung einzugreifen und insbesondere auch beim Rauchen. Dies sind veränderbare Risikofaktoren und es lohnt sich, hier die Patienten diesbezüglich zu informieren und auch zu unterstützen, dass diese Risikofaktoren minimiert werden können. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss.